herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht es um das Gitternetz, und zwar um das Gitternetz von Körpern. Und ich bringe zwei Beispiele mit. Und das erste hier ist ein Würfel. Und ihr seht, was ich jetzt mache. Ich klappe den Würfel jetzt auf. So. Und das hier ist dann auch gleichzeitig schon das Gitternetz, nämlich ein aufgeklappter Würfel. Die gibt es in verschiedenen Variationen, aber genau darum geht es. Und den zeichnet man natürlich nicht in Farbe, das ist nur, damit ihr es besser seht, die gegenüberliegenden Seiten und natürlich beim Würfel alle gleich groß. Wenn wir das Ganze zeichnen, dann sieht das so aus. Wir haben 6 Quadrate, in diesem Fall Kantenlänge 4 cm und daraus ergibt sich dann ein typisches Gitternetz für den Würfel. Der Würfel hat aber mehrere. Hier seht ihr nochmal das Schrägbild vom Würfel und hier das Gitternetz. Am besten zeichnet ihr das mit dem Geodreieck, ne, mit der Nulllinie, damit ihr auch immer den rechten Winkel habt. Aber mehr ist es eigentlich gar nicht. Der Würfel ist natürlich der einfachste Körper. Jetzt schauen wir uns noch den Quader an. So, hier habe ich auch wieder gebastelt. Das ist ein Quader, ne, also eine Kiste. Und auch die kann man entsprechend aufklappen. So, hier seht ihr es. Und wieder sind die gegenüberliegenden Flächen gleich groß. Ich habe sie wieder eingefärbt und das Ganze kann man dann auch wieder so darstellen. Und hier seht ihr es, die Fläche ist gleich, die Fläche ist gleich und die Fläche ist gleich. Hier noch wieder ein Schrägbild, damit man sich das Ganze besser vorstellen kann. Aber das war's eigentlich. Mehr muss man gar nicht wissen. So zeichnet man Körper. Einmal den Würfel und einmal den Quader. Okay, das war's.